So, ist ein neues Spielzeug gekommen. Eine Powerstation, eine kleine. Und ehrlich gesagt, ich mag diese kleinen Powerstation am liebsten. Und die werden immer kleiner, immer günstiger und haben immer mehr Leistung. Ja, und auch immer leichter. Das ist eine Powerstation von der Firma Effery. Ich habe schon mal Powerstation von Effery vorgestellt und muss sagen, ich war eigentlich immer sehr zufrieden damit. Und die ist wirklich super leicht und sehr klein. Also überhaupt kein Thema, das Ding. Eine halbe Kilowattstunde Power drin, Lithium-Eisenphosphat-Batterie und kontinuierlich 800 Watt Output bis maximal 1600 Watt Output. Ja, mit dazu gibt es hier so eine kleine Tasche. Da sind einmal die Solaranschlusskabel bei und ein Netzanschlusskabel. Ja, schön wäre gewesen vielleicht noch so ein Autoadapter. Aber dafür gibt es eine Staubschutzhülle. Ja, und es gibt natürlich die renommierten Marken, die jeder kennt oder die recht bekannt sind, und dann die etwas nicht so bekannteren Marken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten von den nicht so bekannteren Marken haben mir teilweise sogar deutlich besser gefallen. Das passende Solarpanel habe ich auch noch mit dazu, 200 Watt. Dann wollen wir mal gucken, ob sie gleich angeht. Ja, einmal kurz drücken und sie ist an. 83%. Zwei USB-A Eingänge, dreimal USB-C bis zu 100 Watt. Ja, und die Felder sind ja eben mit den Knöpfen, die sich da in den Feldern befinden, aus- oder anzustellen. Licht hat sie auch, das übliche. Zigarettenanzünderausgang. Anderen 12 Volt Ausgang. Hier an der Seite befindet sich das Outputfeld zu bedienen hier oben. Da hört man auch am Piepen, da ist es an, dann klickt es. Ein Schuko-Stecker. Und auf der anderen Seite hier einmal TX60 ist das, glaube ich, und Netzsteckereingang. Dann wollen wir das Teil mal ausprobieren, ob es mit Solar lädt. Das ist natürlich das Erste, was wir feststellen wollen. Sonne scheint gerade wunderbar. Sehr gut verpackt. Echt schick aus. Alles mit dabei. Bedienungsanleitung. 3 Meter Kabel mit dabei. Das kann sich mal sehen lassen. Schnell und einfach aufzubauen und scheint mir ziemlich hochwertig zu sein. Mal gucken, was rauskommt an Leistung an diesem schönen sonnigen Tag. Oh, da sind wir schon mal bei 155 Watt und die ist jetzt noch nicht mal optimal ausgerichtet. So, den Rest lade ich jetzt hier mal mit dem Netzstecker, einfach um zu hören, ob die laut ist beim Laden. Und dann machen wir einen Entladetest. Ich habe nämlich zufällig einen Heizkörper, der 800 Watt braucht. Also das kommt dann genau hin mit der Leistung und der müsste dann ja gut und gerne eine halbe Stunde laufen. Dann werden wir mal gucken, da müsste ja auch warm geworden sein, ob sie dann sofort wieder auflädt und ja, wieso die Geräuschverhältnisse sind. So, die Powerstation ist jetzt voll. Ja, man sieht auch, die Ladeleistung geht jetzt runter. Sie hat bis jetzt noch keinen Mucks von sich gegeben. Würde mich wundern, wenn das so bleibt. Ja, und ich habe jetzt hier unten einen Heizkörper mit 800 Watt und den schließe ich jetzt an. Und dann gucken wir mal und stoppen die Zeit. So, Heizung ist an. Geht auch gleich hoch auf 780. Ja, und der zeigt ja auch an. 31 Minuten. Wollen wir mal gucken, ob das hinkommt. Ah, jetzt springt aber auch der Lüfter an hier. Das hat nicht lange gedauert. Ah, da hört man sie denn doch. Ja, ist deutlich zu hören, aber
die Zeit kommt hin. So, Batterie ist leer. Er ist noch ordentlich am Arbeiten hier. Die Powerstation muss ganz schön runterkühlen. Aber ich habe sie jetzt wieder zum Laden ans Netz angeschlossen. Und sie lädt mit 400 Watt. Das funktioniert alles also so, wie es sein soll. Und zwar auch sofort, selbst wenn sie richtig warm geworden ist. Das schaffen viele andere namhafte Hersteller schon mal nicht. So viel kann ich sagen. Ich habe genug getestet von denen. Allerdings ist sie eben deutlich zu hören. Jetzt wird sie langsam etwas leiser. Wenn man nur halbe Leistung fährt, dann ja, ist es eben nicht ganz so laut. Das kommt natürlich auch immer auf die Raumtemperatur drauf an. Die ist im Moment ziemlich hoch hier drin. Es ist Sommer, kann man sagen. In dem Raum hier sind weit über 20 Grad, gerade jetzt mit der Heizung, die hat ihren Teil dazu beigetragen. Ja, hier nochmal die ganzen technischen Daten, 512 Wattstunden Batterieleistung. Ich habe jetzt einen Augenblick gewartet, es dauert etwas, dass sie runterkühlt. Ich werde das mal beobachten, wann sie wieder leiser wird. Also wie gesagt, kontinuierliche Ausgangsleistung 800 Watt und maximal 1600 Watt für kurze Zeit. Schöne kleine Powerstation. Ich mag das Teil, auch wenn es nicht das leiseste Modell ist, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber dafür spricht eben der Preis für sich. Wenn man die Powerstation übers Netz komplett auflädt, dann dauert das ungefähr 1 Stunde und 20 Minuten. Und über das Solarpanel, ja, wenn man volle keine Sonne hat und die wirklich die 200 Watt die ganze Zeit bringt, dann würde es dementsprechend ungefähr 2,5 Stunden dauern. Aber ich würde da mal eher 3-4 Stunden einrechnen an einem sonnigen Tag, dann ist auch die Powerstation voll. Die Ausgangsleistung kam sehr gut hin. Der hat hier zuerst ja 31 Minuten berechnet. Es waren dann 28. Das ist auch okay. Meistens ist es so, wenn die ersten 1-2 Ladezyklen, also komplettes Auf- und Entladen, gemacht sind, dann steigert sich die Leistung auch noch etwas. Link und Rabattcode zur Powerstation oder Powerstation mit Solarpanel und auch den anderen Effery Powerstations findet ihr hier unter dem Video wie immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis nächstes Mal.